und willkommen zu einer kurzen Demonstration der Jawbone Up App inklusive Synchronisation. Das Jawbone Up Fitnessarmband wird über den Kopfhöreranschluss synchronisiert. Es funktioniert mit dem iPhone 5 oder auch diversen Android-Geräten. Es funktioniert problemlos und sehr schön ist auch, dass der Ladezustand des Akkus angezeigt wird, inklusive Restlauftage. Sehr, sehr schön. Jetzt zur App selbst. Die bietet verschiedenste Funktionen. Einerseits mal einen schönen Homescreen, der anzeigt, wie viel man geschlafen hat und wie viele Schritte man absolviert hat. Natürlich, wenn man es eingetragen hat, auch die aufgenommenen Kalorien. Hier sieht man also, ich habe einen kurzen Lauf gemacht. Am Abend 4886 Schritte gelaufen, waren circa 5 Kilometer. Man hat dann noch diverse Optionen, wie zum Beispiel Trends, wo man sich anzeigen lassen kann, wie viele Kalorien man zum Beispiel pro Tag verzehrt, wie viele Schritte man gelaufen ist oder auch Schlafzeit und so weiter und so fort. Auf der Lebenslinie wiederum wird eins nach dem anderen angezeigt, Schlaf und Aktivität. Dann gibt es auch noch zum Beispiel die Sektion Apps. Da kann man verschiedene Apps verknüpfen mit der App, zum Beispiel Runkeeper oder auch Notch. Sehr, sehr schön. Hier sieht man mein Profil bei Up, was ich alles so esse. Himbeersaft und Dinkel, Vollkornbrot, Äpfel und so weiter. Ich versuche halt doch etwas, mich gesünder zu ernähren. Man sieht aber auch in diesem Feed zum Beispiel, was Freunde essen, was Freunde gerade so treiben. Lebensmittel können übrigens auch aufgezeichnet werden. Es gibt eine sehr, sehr große Lebensmitteldatenbank. Zusätzlich können Fotos aufgezeichnet werden und es kann über einen Barcode-Scanner dann auch sehr schön neue Lebensmittel hinzugefügt werden oder bereits bestehende Lebensmittel abgerufen werden aus der Datenbank. Man kann natürlich auch kommentieren, Smileys vergeben und so weiter und so fort. Das ist durchaus motivierend. Allerdings auch kann es natürlich nach hinten losgehen, wenn man sehr viel über die Stränge schlägt, was das Essen zum Beispiel angeht. Wieder zurück auf der Startseite zum Beispiel sieht man wieder die Übersicht hier, was ich zum Beispiel gegessen habe. Man sieht dann auch, wie viel man zu sich nehmen sollte. Mit den Kohlenhydraten und dem Zucker ist es bei mir immer ein bisschen schwierig. Man sieht aber auch über diese Tag Cloud, welche Lebensmittel man denn besonders oft zu sich nimmt. Das zum Beispiel hier ist ein Lebensmittel, das ich selbst erfasst habe anhand der Nährwerttabelle auf der Flasche dieses Fruchtsafts. Beim Schlaftracker kann man dann natürlich auch sehen, wie lange man im Tiefschlaf und im leichten Schlaf sich befunden hat. Ebenfalls eine sehr willkommene Geschichte. Und zusätzlich kann dann auch noch die Hilfe aufgerufen werden, wenn man nicht mehr ganz weiß, wie man es bedient. Man kann zum Beispiel hier ganz am Anfang, wenn die App neu oder das erste Mal gestartet wird, wird alles erklärt. Man sieht, wie man sie bedient, was man alles damit machen kann, wie man Teamkollegen dazu holt oder einladet, mit denen man sich dann messen kann oder austauschen kann. Und natürlich kann man auch abrufen, wie das App so bedient wird. Jetzt hier im Bild. Den kompletten Testbericht gibt es natürlich wie immer auf www.macmaniacs.at und vergesst nicht auch das zweite YouTube-Video, wo ich euch das App ganz genau vorstelle, noch anzusehen. Und den YouTube-Channel abonnieren, Macmaniacs Podcasts. Bis bald. Ciao, ciao.